Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout New Vegas 2024. So, ist die Sunny hier? Wir fangen nämlich jetzt die Quest an, dass wir alle nachfragen, ob sie eventuell helfen würden, wollen, können, sollen. Hallo? Ja, hallo, da ist sie ja. Sunny. Hallo. Bleiben Sie noch länger in Good Springs? Ich will Ringo gegen die Puderbanditen helfen. Und dabei brauche ich deine Hilfe. Sagen Sie nichts weiter. Ich bin dabei. Sehr schön. Das war ja einfach. Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihm Ringo übergeben. Aber ich kenne Kerle wie ihn. Früher oder später greifen sie doch die Stadt an. Allerdings sind Sie, ich und Ringo nicht wirklich eine ernstzunehmende Truppe. Ja. Eine Menge Leute hier bewundern Trudy. Wenn Sie Trudy überreden könnten, bei uns mitzumachen, würde das vielleicht ein paar der Leute hier auf unsere Seite bringen. Ich weiß, dass Easy Pete Dynamit rumliegen hat und Chet hat gerade Lederrüstungen reinbekommen, die wir leihen könnten. Reden Sie mit ihnen. Und die Chancen stehen gut, dass wir einige Löcher davontragen. Wäre also nicht schlecht, wenn Doc Mitchell ein paar Stimpaks springen ließe. Irgendeine Idee, wie man Trudy dazu bekommen könnte, sich uns anzuschließen? Man wird wohl mit Engelszungen reden müssen. Trudy muss überzeugt werden, dass wir einen guten Plan haben, wie wir den Kampf gewinnen. Mhm. Wäre Chet gewillt, uns seine Vorräte zu überlassen? Ich glaube nicht, dass Geben zu Chets aktivem Wortschatz gehört. Selbst wenn die Stadt auf dem Spiel steht, wird er noch falschen wollen. Mhm. Wie komme ich an Easy Pete's Dynamit? Easy Pete passt gut auf sein Dynamit auf. Sie müssen ihm beweisen, dass sie etwas von Sprengstoffen verstehen, damit er welches rausrückt. Oh. Okay. Ich werde warten. Ja, das andere fragen wir später, wenn wir die Aufgabe erledigt haben. So, Trudy, hi. Sie wollen es also mit Joe Cobbs Bande aufnehmen. Sehr riskant. Aber Sie müssen wohl tun, was Sie für richtig halten. Also Sprache 25. Take down the Puder. Ja, du solltest mir helfen, die Puder Gang zu beseitigen. Also könntest du nicht mithelfen? Ah, das wird ein Riesenspaß. Ich hatte vor, das auszusitzen. Aber irgendwie muss man sie einfach mögen. Ich bin dabei. Ich werde mal mit ein paar anderen Leuten reden und schauen, ob ich vielleicht noch Mitglieder für diese Miliz gewinnen kann, die sie zusammenstellen. Es hat zwar jeder eine Schusswaffe, aber ein wenig mehr Ausrüstung wäre nicht schlecht. Im Gemischtwarenladen finden wir wohl, was wir brauchen. Okay. Passen Sie auf da draußen. Ja, es ist leider schade, dass zwischendurch alles auf Englisch ist und mein Englisch ist halt nicht das Beste. Aber so im Groben und Ganzen geht's ja. So, Pity. Howdy. Howdy. Ich habe gehört, du hast Dynamit. Das könnte uns helfen gegen die Pulverbanditen. Zu gefährlich. Wenn ich das einem von euch gebe, sprengt ihr euch alle in die Luft. Das Zeug bleibt besser, wo es ist. Sicher ist sicher. Wie kompliziert kann das schon sein? Einfach anzünden und wegwerfen. Zu gefährlich, tut mir leid. Sie jagen sich bloß in die Luft. Oder ihre Nachbarn. Oder das ganze Kaff. Was wissen Sie über Jokub? Stinkt nach Ärger. Das ist hilfreich. Willkommen. Tschüss. Yep. Yep. Wir haben auch kein Level Up, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo das zu sehen ist. Nee, dann würde sich das ja öffnen. Okay. Hausgemachte SMG-Boss. Ich hab doch Dynamit. Okay. Wie war es noch so? Und ja,
Dann so und dann... Nein. Ja. Jetzt... müssen wir... Doc fragen. Glaube ich. Ob uns Mithing gibt. Wo ist er denn? Da ist er. Doc! Willkommen zurück. Hatte nicht so schnell mit einem Wiedersehen gerechnet. Was kann ich für Sie tun? Die Stadt wird bald von Banditen angegriffen werden. Können Sie irgendwie helfen? Überall, wo ich hinkomme, scheint es das Gleiche zu sein. Die Leute können einander einfach nicht in Ruhe lassen. Mit meinem kaputten Bein bin ich im Kampf nicht besonders nützlich. Und meine Vorräte sind mager. Aber ich gebe Ihnen, was ich entbehren kann. Das ist doch schon mal nett. Danke dir. Schön vorsichtig jetzt. Jo. Vielen Dank für die Blumen. Nein, falsch. Und jetzt Ausgang. Ausgang. Nein, du sollst die Tür öffnen. Okay. Und dann... Wo war dieser Laden? Da gehen wir nachher hin. Der Laden. Das vergessen. Ach, hier. Schauen, ob er uns hilft. Hi! Guten Morgen. Guten Morgen. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ich brauche Vorräte, um gegen die Pulverbanditen zu kämpfen. Moment mal, ich war nie dafür, es mit den Pulverbanditen aufzunehmen. Sie sprechen hier von einer Investition in Höhe von 1000 Kronkorken. Ja, falschen. Die Stadt steht auf dem Spiel. Das muss doch mehr wert sein als ein paar Vorräte. Das erledigen Sie mal alleine. Ich habe damit nichts zu tun, aber wenn Sie was kaufen möchten, dann nur zu. Immer mit der Ruhe. Okay. Unsere Skills sind nicht gut genug. Ja, dann muss es halt so gehen. Gut. Dann, nein. Ja, das könnten wir auch machen. Aber ich wollte eigentlich... Radio wollte ich nicht, das wollte ich auch nicht, das auch nicht, das auch. Aufgang. Kriege ich nicht. Kriege ich nicht. Okay, dann gehen wir jetzt nach Ringo. Ringo war da oben. Kriegen wir schon hin. Irgendwie. Hier. So, Ringo. Also, wie sieht's aus? Wird Sunny uns helfen? Sunny ist dabei. Gut, dann können wir wohl los. Außer Ihnen fällt noch was ein, das Sie machen könnten. Packen wir es an. Gut, ich bin bereit. Hoffe ich zumindest. Wenn ich sterbe. Zeit loszulegen. Die Pulverbanditen sind zum Spielen vorbeigekommen. Wie viele sind das? Mindestens 6 mit Joe Cobb. Sehen ziemlich hart aus. Oh, let's go. Ich lege mich beim Laden auf die Lauer. Hoffentlich schafft es die Bande gar nicht so weit. Okay. Wo sind sie denn? Da kommen sie.
Na, hör doch mal auf. Vergöttert, die Gemeinschaft verehrt sie wegen ihrer ausgehenden Unterstützung und ihrem guten Willens. Gemein, sie haben einen schlechten Eindruck bei der Gemeinschaft hinterlassen und werden da gemieden. Pulverband. Dafür schulde ich ihnen eine Menge. Hier, das gehört eigentlich der kaminroten Karawane. Aber das werde ich denen schon erklären. Keine Ursache. Ein wenig bleibe ich noch. Aber in ein paar Tagen bin ich weg. Wenn Sie je nach New Vegas kommen, finden Sie mich im Lager der kaminroten Karawane. Ja, wenn ich da reinkomme. Gut. Ja, Sprengstoff sollten wir mal machen. Und vielleicht falschen. 25. Ach. Dann in Kommodul bla bla, heller Kopf, den Rang des extra heller Kopf, Erfahrungspunkte, das finde ich gut, nehmen wir, fertig. So. Guter Gang-Outfit. Oh, ich muss aufpassen, wenn eine Frau dabei ist. Hallo. Einschussflinte kannst du behalten. Darum können wir verkaufen. Ja, die haben rote Kostüme an. Desperate Cowboy-Hut. Oh, ich bin schon überladen. Nein. Waffen. Wie war es noch? Reparieren. So. Das hilft mir trotzdem nichts. Pulvergang Guard Armor. Und somit sind wir überladen. Und watscheln drauf los. Schön, gemütlich. Gehen jetzt Sachen verkaufen. Ist irgendjemand tot? Nein. Alles okay? Gut. Warum steht der Hunter? Schön lässig. Watschen wir dahin. So, mein Guter. Howdy. Was für ein Kampf. Hoffentlich fällt uns das später nicht auf den Kopf. Ja, danke für deine Hilfe. Zeig uns das. Natürlich doch. Natürlich doch. So, du kriegst von mir hier diese einmal. Könnte ich reparieren. Das kannst du auch haben. Ja, 377. Ich weiß, ich
brauche bestimmt einiges. Mentis Vorlage. Pulverpistole, Schatzinnen, Schrecken, Ei, Sensormodul, Lyrikot, Hank. Atomic Blonde, Benoit, Lieferarme. Nehme ich. Ja, ich könnte ihm jetzt noch die geben, die Schallplatte, aber so viel Geld hat er nicht. Okay. Das war blöd. Wo ist jetzt? Wiederum ich und Dynamit. Das geht ja hinten los. Wo habe ich denn jetzt mein Dynamit verkauft? So. Akzeptieren. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, finde ich auch, ne? Ciao. Immer mit der Ruhe. Keine Hektik, ja. Okay. Dann. Ich weiß, das sieht cool aus, aber irgendwie. Na, passt es ja nicht ganz so. Ich wollte mal gucken. Den können wir aufsetzen und mal die Farbe. Da haben wir eine Glatze. Das finde ich aber hässlich. Oh. Sieht doch gut aus. Skin ist sehr gut. Haben wir Necklace? Haben wir, glaube ich, nicht. Ja, so können wir auch rumlaufen. Wieso nicht? Das geht auch noch. Okay, das ist ein bisschen ineinander. Das wäre das. Ah, wir müssen damit rum. Was müssen wir jetzt machen? Ein paar beenden, oder? Sind alle eigentlich da? Weil der Hund steht da hinten. Ich mache mir jetzt Sorgen, ist die... Howdy. Howdy. Nee, ihr Hund ist da. Ah, hier. Search Jobs. Ja, Explorer Jobs. Google. Stange Zigaretten. Jobboard serves as a connection. Okay. Hi. Wieso Aufgabe fehlgeschlagen? Ich hab doch eine Stange Zigaretten. Was soll denn der Quark? Frisches Wasser. Ich gucke immer falsch. Es tut mir leid. So. Find one purified water for good springs.
Hab ich doch. Ich habe pures Wasser. Irgendwie scheint das auch nicht so zu funktionieren. Find one purified water for good springs. Hab ich. Wo soll ich das abgeben? Steht jetzt nicht da. Hm. Also dieses Motherboard da. Entschuldigung. Gut, dass das alles gelaufen ist. Mir ist es lieber, wenn es in Good Springs schön ruhig ist. Ja. Show me what you have. Für das, was Sie für uns getan haben, bekommen Sie einen Sonderrabatt. Sehr schön. Ich hätte da Wasser. Vielleicht kann ich das dir verkaufen. Und so ein Stealth-Ball noch. Danke. Passen Sie auf da draußen. Hallo. Hallo. Danke nochmal für die Hilfe. Okay. Ja. Wem muss ich denn reden? Howdy. Brauchst du Wasser? Hallo. Hallo? Oder du? Howdy. Brauchst du Wasser? Wenn Sie Vorräte brauchen, dann kann Chad beim Gemischtwarenladen Ihnen helfen. Okay. Hi. Hi, hi, hi. Fisch, Fisch. Oh, Peach. Jetzt sollte eine Weile Ruhe sein. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ja. Immer schön die Wumme einstecken, wenn Sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Warum? Wenn Sunny nicht aufpasst, ziehen da gern mal Ödlandviecher ein. Also, Augen auf. Jo. Sunny? Jetzt sollten diese Pulverbanditen wissen, dass sie zukünftig lieber einen Bogen um Good Springs machen. Ich muss nach Prim. Kannst du mir die Route sagen? Nehmen Sie einfach die Straße im Südwesten, bis Sie auf den Freeway treffen. Prim ist die Stadt mit der Achterbahn direkt südlich. Kaum zu verfehlen. R&K-Patrouillen halten den Highway zwar ziemlich sauber, aber halten Sie lieber Ihre Waffe griffbereit. Man weiß ja nie, wen oder was man so trifft. Abseits der Straße werden Sie schnell auf angriffslustige Tiere treffen. Ich würde Ihnen raten, möglichst auf dem Highway zu bleiben. Moment. Ja. Ich bin momentan etwas knapp an Kronkorken. Es gibt hier wohl nicht zufällig etwas Arbeit? Nein, nicht in Good Springs. Wenn Sie auf altes Zeug scharf sind, gibt es hier jedoch das Schulgebäude. Das meiste da drin dürfte Schrott sein. Aber es gibt einen alten Safe, den nicht mal Easy Pete mit seinem Dynamit aufbekommen hat. Wenn Sie es mal versuchen wollen, nehmen Sie die hier. Ein Magazin über Dietriche? Wenn das Schloss zu viel für Sie ist, dann hilft es vielleicht, wenn Sie mal das Magazin durchlesen. Okay. Und die Haarklammern? Die brauchen Sie, um das Schloss zu knacken. Aber seien Sie vorsichtig. Zu viel Druck und sie bricht ab. Mhm. Eigentlich habe ich diesen Safe bereits geknackt. Oh, sehr, dann behalten Sie den Kram, den ich Ihnen gegeben habe. Wird Ihnen mehr nützen als mir. Okay. Bis zum nächsten Mal. Jo. Sie will auch kommen. Ich weiß nicht, wer Wasser haben will. Also das Board da, das ist ein bisschen komisch. Gut. Räumen die auch nochmal die Pulverbanditen weg, oder? Wie ist das jetzt so? Aufgaben. Drei frische Kugelkaktus. Wasser habe ich schon. Finde drei frische Kugelkaktusfrucht. Kugelkaktusfrucht. Irgendwo habe ich welche gesehen.
Post gekommen? Nein. Urkaktus. Schottglas. Danke. Da, 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 da. Nichts drin. Hier haben wir schon geguckt. Nichts drin. Oh. Sind überlastet. Jeffrey. Du mir helfen. Was gebe ich Ihnen denn? Ach, die wollte ich noch, ja. Und Blei. Danke. Okay. Das ist aber immer noch kein Kugelkaktus. Kugelkaktus sind diese Runden. Komm schon. Kein Einzelkugelkaktus. Nee. Es sind keine. Ich weiß, es sind diese mit Blütendorf. Ach so. Okay, sie macht auch so Animation. Nein, kein Google Fisch. Keine Ahnung, ich finde keine. Geh das mal zurück. Kann doch nicht sein. Ich will keine finden. Hier sind nur die Viecher. Glaube ich auch nicht. Können wir mal gucken. So, hier draußen ab und zu mal die Waffe rausnehmen. Gucken kann, ob Feinde in der Nähe sind. Ist nur so ein zarter Baum. Nope. Können wir nehmen. Wo habe ich denn diese Kakteen gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Fliegeneier oder so, ne? Kann ich nichts mit anfangen. Okay.
sickern. Beim Friedhof vielleicht? Warum ist die Musik so bedrohlich? Ah, da komme ich bestimmt nicht rum. Wie war nochmal springen? So. Na komm, das können wir doch. Ich gehe auch wieder Wege, die kein Mensch gehen würde. Okay, hast mich überredet. Oh, da ist auch nichts. Gut. Wieder zurück. Gesehen. Ist nur sowas. Tatsächlich, hier liegen überall so Eier. Ist auch von der Mod. Diese komischen Roboter, glaube ich, sind auch von der Mod. Au. Ich nehme gerne. Oh. Ja, in die Rippen rein. Nicht, was so gut ist. Aber wir gehen mal. Merk Adventure Outfit. Ja gut, aber Kaktus habe ich trotzdem keinen gesehen. Das heißt für mich, ich laufe jetzt zurück. Beende den Part. Ach, wir werden schon irgendwann einen finden, also es. Ich habe einfach nur gedacht, na, vielleicht können wir das ja hinter uns bringen, bevor wir in die weite Welt hinausgehen. Aber ist nicht. Soll nicht sein. Ja. Huch. Hängen wir am Baum fest. Gut, ihr Lieben. Das war's für diesen Part. Bleib stehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentare, Tipps und Tricks immer. Ich mich sehr drüber freuen und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.